ein herzliches Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von MV Uncut Jung und Geblieben. Ja, ihr fragt euch bestimmt wieder, warum sehe ich so abenteuerlich aus? Weil ich mich heute auf Abenteuer begebe. Und zwar in die Bäume des Schweriner Kletterwaldes. Und da werde ich meinen Aufgang jetzt auch gleich hin starten. Und starten wollen wir auch mit der Sendung. Am 26. Mai ist die Europawahl, wie ihr alle wisst, hoffentlich. Und wir haben in Schwerin auf der Straße euch einfach mal nach eurer Meinung befragt. Diese Dame schon mal gesehen? Die so nett lächelt mit den großen Augen? Nee. Also was würdest du denken, welche Partei, aus welcher Partei ist sie? Irgendwas aus der Mitte, so. Mitte? Also, ja. Heißt? Ich weiß nicht, so wie die Grünen oder vielleicht CDU, so die. Sieht mir sehr irgendwie nach SPD oder ähnliches aus. Ja, das ist Frau Barley. Frau Barley, genau. Den hier schon mal gesehen? Den kenne ich auf jeden Fall vom Sehen, ja. Ja, aber Namen auch nicht. Auch nicht, Namen habe ich tatsächlich nicht parat. Das ist auch nicht schlimm. Keine Ahnung, AfD. Dieser Herr auch ein Begriff, eventuell? Ja, Jörg Meuthen. Genau, von der AfD-Fraktion. Klimaschutz. Ideen sind nachhaltiger als Verbote. Die Grünen. Könnten die Grünen sein. Würde sich anbieten, aber wegen den Verboten könnte es auch die FDP sein. Für ein Europa der Vaterländer. Das ist auf jeden Fall NPD, würde ich sagen. AfD. AfD. Geht in die richtige Richtung. Das klingt nach AfD. Ja, kommt der Mut, geht der Hass. Das klingt aber auch relativ radikal, also auch wieder in die rechte Richtung. Kommt der Mut, geht der Hass, das könnte auch von der AfD sein, oder? Kommt der Mut, die Ausländer rauszuscheuchen? Kommt der Hass gegenüber? Okay, das stimmt nicht. Ist interessant, ist eine interessante Oder? These. Also man könnte es ja auch so deuten. Grüne? Frieden, alles gut, dass man, ja, dass man darauf achtet, vor allen Dingen, weil es halt immer mehr so weiter diesen Rechtsruck gibt, überall, also nicht nur Deutschland, nicht nur USA, Trump und so, nicht, also der ist ja auch schon, naja, könnte man sagen, rechts, dass darauf vielleicht einfach geachtet wird. Ich hoffe, dass ich im Grunde dasselbe erreiche wie beim letzten Mal. Ich habe die Partei gewählt und dadurch halt Martin Sonneborn in das Europaparlament und dadurch halt durch seine Arbeit viele Einblicke in das Europaparlament gewinnen können. An den Schulen jetzt auch, was die ganzen Flüchtlinge betrifft, dass die ein bisschen mehr integriert werden oder vielleicht auch nicht nur Englischunterricht, sondern auch, dass man vielleicht ein bisschen von denen auch was lernt. Bei dem Thema Flüchtlinge, dass man da ein bisschen toleranter und offener ist, dass man zum Beispiel auch ein bisschen die, die mehr mit einbindet, weil ich finde das ein großes Problem, dass man die gerade sehr ausgrenzt und dadurch halt auch viele Probleme zustande kommen. Große Debatten, nicht wirklich. Für ein friedliches Europa würde ich mich eher einsetzen. Für Schutz, aber Sicherheit. Klettern ist ja bekanntlich ein Sport, wo man überwiegend mit seinem eigenen Körpergewicht das Ganze hier bewältigt. Und mit dem eigenen Körpergewicht, da war Henriette beim Straßensportverein in Rostock und die definieren das mit ihrem eigenen Körpergewicht aber nochmal ganz anders. Jetzt einmal Hand aufs Herz, wer von euch hat sich denn in diesem Jahr eigentlich vorgenommen, etwas gesünder zu leben, ein bisschen mehr Sport zu machen? Ich glaube, wir alle wissen, dass so eine Pläne meistens nicht wirklich aufgehen. Da jetzt bald die Strandzeit anfängt, habe ich mich mal in Rostock ein wenig umgesehen, wo man vielleicht noch so ein bisschen an seiner Bikini-Figur feilen kann. Aber ich war auf der Suche nach etwas Neuem, nach etwas Außergewöhnlichem. Und da bin ich auf den Verein Straßensport gestoßen. Der Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Man trainiert mit seinem eigenen Körpergewicht und das im Freien. Ob das alles wirklich so simpel ist, das will ich jetzt ausprobieren. Straßensport gibt es schon seit 5 Jahren. Der Typ, mit dem ich da sitze, heißt Dennis Pelikan. Er hat den Verein mit ein paar Kumpels gegründet. Der Diplom-Fitnesstrainer leitet den Kurs, bei dem ich gleich mitmachen werde. Trainiert wird immer am Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Sportplatz in der Rostocker Südstadt. Im Winter geht's für die Straßensportler dann in eine Halle.
Was erwartet mich denn eigentlich jetzt heute hier? Das ist eine gute Frage. Ich erwarte die totale Vernichtung. Nein, ganz entspannt. Also wir sind ein Breitensportverein. Wir machen präventiven Gesundheitssport im Freien. Sowas wie ja, Gesundheitssport 2.0, sage ich immer gerne. Also ein ganz normales, klassisches Ganzkörpertraining. Primär mit dem eigenen Körpergewicht als Widerstand. Und wie ist Straßensport eigentlich entstanden? Im Jahr 2014 hatte ich mit einem Kumpel keinen Bock mehr auf Sportstudios. Und dann sind wir durch einen Zufall auf diesen schönen Platz hier gestoßen. Und zu der Zeit kamen auch so aus den Staaten die ersten Street-Workout-Videos rübergeschwappt, wo Leute einfach mal wie die Wilden über die Stangen springen und hart draußen trainieren, wo uns dann auch mal die Idee kam, ey, wieso machst du das nicht seit Ewigkeiten? Im Sportunterricht fand ich das immer cool, am Reck zu turnen. Waren ratzbatz 30 Leute und jetzt sind wir 200, wollen dieses Jahr noch 300 knacken und geht voran auf jeden Fall. Klassisches Zirkeltraining. Bei dem Kurs jetzt sind ca. 25 Leute dabei, was mich ein wenig beruhigt. Sie erfüllen zum Glück nicht das Klischee, was ich von einem Straßensportler im Kopf hatte. Was mich beunruhigt, Begriffe wie Weighted Step-Ups oder Mountain Climbers. Langsam bezweifle ich, dass das wirklich so eine gute Idee war, hier heute mitzumachen. Im ersten Blick, wenn man so dann denkt, oh, draußen trainieren, assoziiert man das halt immer mit irgendwelchen halbnackten, eingeölten Jungs, die sich da ein zurecht trainieren. Ist aber nicht so. Wir sind ein Breitensportverein, 50% Mädels, 50% Jungs. Da haben wir auch ein paar Leute bei, die sind Mitte 60. Wir haben ganz junge Leute dabei, große, kleine, lange, dünne, breite. Also von jedem was dabei. Und gerade diese Gruppendynamik, die Vielfalt der einzelnen Leute, macht halt wirklich Spaß und Laune. Du findest immer jemanden, an dem du dich orientieren kannst. Naja gut, dann wollen wir mal. Als alle da waren, hat uns Dennis die Station erklärt. Beim Anblick der vielen Übungen habe ich mich gefragt, wie zur Hölle soll ich das hier nur überleben? Da habe ich aber noch nicht an die Aufwärmung gedacht. Für mich war diese Aufwärmung eigentlich schon das Workout. Dieses Hin- und Hergerenne hat mir echt den Garaus gemacht. Wie soll das nur erst werden, wenn es mit dem eigentlichen Training losgeht? Nach 45 Sekunden mussten wir die Station wechseln. 15 Sekunden blieben uns, um kurz durchzuatmen und zur nächsten Station zu gehen bzw. zu laufen. Im Nacken immer Dennis mit seiner Tröte und seinen Motivationssprüchen. Aber er hat uns genau beobachtet und auch korrigiert. Die 300-Marke ist noch nicht das Ende der Fahnenstange für Straßensport. Dennis hat noch einiges mehr vor mit seinem Verein. Wir sind gerade dabei, unsere neue Sportstätte auszubauen. Die eröffnet, wenn alles gut geht, so in den Herbstmonaten. Also mit dem Start die nächste Wintersaison. Jetzt ist Outdoor-Training angesagt, jetzt sind wir draußen, genießen die Sonne. Das wird schon ein schönes Ding. Also wenn man mich immer fragt, was unterscheidet euer Studio denn von anderen, sage ich immer ganz gern 100 Klimmzugstangen. Das ist immer so die beste, die Antwort, die man darauf geben kann. Straßensport Rostock ist nach eigenen Angaben der erste Verein für Street-Workout und funktionelles Fitnesstraining in Mecklenburg-Vorpommern. Inzwischen ist der Andrang so groß, dass zu Beginn des Jahres nur begrenzt neue Mitglieder aufgenommen werden können. Ich finde es am Straßensport gut, dass wir wie jetzt auch im Sommer einfach draußen sind und nicht die ganze Zeit im Studio einfach nur sind und an irgendwelchen Geräten. Frische Luft, bei jedem Wetter, Regen, Sonne. Für mich ist auch ein Grund, dass man unter Menschen ist, also man hat diesen Teamgeist, weil man doch irgendwie so eine Gemeinschaft ist. Tja, das war jetzt mein erstes Training bei Straßensport. Ich muss sagen, ich bin mega abgekämpft einfach nur. Es war super anstrengend, aber auch richtig, richtig geil. Also die Leute sind hier einfach mega entspannt. Ich habe erst gedacht, oh Gott, so sportlich bin ich ja gar nicht. Da werde ich bestimmt irgendwie ab und zu ein bisschen belächelt, aber es war überhaupt nicht der Fall. Ich konnte einfach so machen, wie ich wollte und es war wirklich super. Aber dennoch motiviert einen halt auch echt die Gruppe. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann schaut doch einfach mal auf die Website von Straßensport. Da findet ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst und ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal auf meine Couch. Oh, so, und das war's auch wieder mit MV Uncut. Ich drehe mich gerade in der Luft und lande auf meinem Hintern. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich falle schon fast hin. Und ich würde sagen, bis dann auf bald. Wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder zu MV Uncut. Macht's gut.